Kaanin-Zahnkronen aufgehellt werden? Wenn es um ein strahlendes Lachellen geht, denken die meisten Menschen zuerst an Vajra Zahne. Zahnkronen sind eine beliebte Lassung, um beschädigte oder Werfer-RBTE Zahne zu reparieren und zu verbessern. Doch kann den Zahnkronen eigentlich aufgehellt werden, um sie heller und weicher aussehen zu lassen? Zahnkronen sind feste Prothesen, die A1/4 BER beschädigte oder Werfer-RBTE Zahne gesetzt werden, um ihr Aussehen und Funktion zu verbessern. Sie werden in der Regel aus Porzellan oder Keramik hergestellt und sind so konzipiert, dass sie den natter 1/4-richen Zahnen anhellen. Aufgrund ihrer Haltbarkeit und Ästhetik sind Zahnkronen eine beliebte Option für 1/4er-Patienten, die ihre Zahne verbessern möchten. Obwohl Zahnkronen nicht wie natter 1/4-riche Zahne aufgehellt werden können, gibt es dennoch Möglichkeiten, ihr Aussehen zu verbessern. Eine Option ist der Austausch der Kronen gegen hellere, aufhellende Materialien. Moderne Zahnkronen können in verschiedenen Farben und Schattierungen hergestellt werden, sodass Patienten die Möglichkeit haben, eine hellere Farbe zu wählen. Ein erfahrener Zahnarzt kann Ihnen helfen, die beste Farbe und Materialien für 1/4er Ihre Zahnkronen zu wählen, um ein natter 1/4-riches und ästhetisches Aussehen zu erzielen. Eine weitere Möglichkeit, Zahnkronen aufzuhellen, ist die Verwendung von Zahnaufhellungsmitteln. Obwohl diese normalerweise für 1/4er natter 1/4-riche Zahne verwendet werden, können sie auch bei Zahnkronen angewendet werden, um ihre Farbe zu verbessern. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Zahnaufhellungsmittel für 1/4er Zahnkronen geeignet sind, da sie möglicherweise das Material beschädigen oder verfärben können. Es ist ratsam, mit Ihrem Zahnarzt zu sprechen, bevor Sie Zahnaufhellungsmittel auf Ihren Zahnkronen verwenden. Es gibt auch verschiedene Methoden, um das Aussehen von Zahnkronen zu verbessern, ohne sie aufzuhellen. Ein beliebter Weg ist die Verwendung von Verblendungen oder Verblendkronen. Diese da 1/4-Nähenschalen aus Porzellan oder Keramik werden A1/4 BER die bestehenden Kronen gesetzt, um ihr Aussehen zu verbessern und eventuelle Verfärbungen zu verdecken. Verblendungen können in verschiedenen Farben und Schattierungen hergestellt werden, um ein natter 1/4-riches Aussehen zu erzielen. Eine weitere Möglichkeit, das Aussehen von Zahnkronen zu verbessern, ist die Verwendung von Veneers. Veneers sind da 1/4-Nähenschalen aus Porzellan oder Keramik, die auf die Vorderseite der Zahne geklebt werden, um ihr Aussehen zu verbessern. Sie können auch auf Zahnkronen angewendet werden, um sie heller und ästhetischer aussehen zu lassen. Veneers können in verschiedenen Farben und Schattierungen hergestellt werden, um ein natter 1/4-richeres Aussehen zu erzielen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Aufhellung von Zahnkronen möglicherweise nicht für 1/4er jeden Patienten geeignet ist. Wenn Ihre Kronen stark beschädigt sind oder bereits mehrmals repariert wurden, kann eine Aufhellung möglicherweise nicht die gewa 1/4-ensten Ergebnisse erzielen. In solchen Fällen kann es erforderlich sein, die Kronen zu ersetzen, um ein optimales Aussehen zu erzielen. Insgesamt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Aussehen von Zahnkronen zu verbessern und sie heller und weicher aussehen zu lassen. Ein erfahrener Zahnarzt kann Ihnen helfen, die beste Option für 1/4er Ihre individuellen Beda-1/4-Öffnisse zu wählen und ein strahlendes Lachellen zu erzielen. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass Zahnkronen zwar nicht direkt aufgehellt werden können, aber dennoch Möglichkeiten bestehen, ihr Aussehen zu verbessern. Durch den Austausch gegen hellere Materialien, die Verwendung von Zahnaufhellungsmitteln oder die Anwendung von Verblendungen und Veneers können Zahnkronen heller und ästhetischer aussehen. Es ist wichtig, mit Ihrem Zahnarzt zu sprechen, um die beste Lassung für 1/4er Ihre individuellen Beda-1/4-Öffnisse zu finden und ein strahlendes Lachellen zu erzielen.